Der Talk des Tages. Guten Tag, hier aus dem OE24-TV-Studio. Ich freue mich, Thomas Hofer hier begrüßen zu können. Wir haben ja heute die Rede von Christian Kern, seine letzte Rede als Nationalratsabgeordneter, als Ex-Kanzler im Parlament beobachten können. Was ist dir denn da am meisten aufgefallen? Hat dich da etwas überrascht? Nicht wirklich. Er hat versucht, ein wenig generell so zurückzukehren zu seinen Anfängen als Kanzler. Er hat das Gemeinsame betont, die Bedeutung des Hauses betont, des Parlaments, durchaus auch die Abrechnung wieder mit dem politischen System, gewarnt vor einer Spirale nach unten und so. Also das war von der Tonalität sehr ähnlich wie seine ersten beiden Reden, als er das Amt von Werner Faymann, also das Amt des Bundeskanzlers, übernommen hatte. Natürlich gab es aber ein paar Punkte drinnen, wo man sagen muss, er hat eigentlich das konterkariert, wofür er auch gestanden ist. Also Beispiel, er hat natürlich es nicht verabsäumt, der FPÖ da eine mitzugeben und war aber eigentlich derjenige, der schon Ende 2016 auf Ö1 damals über Heinz-Christian Strache den vielbedeutenden Satz gesagt hat, ihm, nämlich Strache, ging es ja auch nur darum, dieses Land voranzubringen. Er hat ja versucht, Kern nämlich die Tür in Richtung FPÖ aufzumachen. Also insofern war das nicht konsistent, dass er heute dann wieder sich so abgegrenzt hat. War im Wahlkampf schon ein Problem, aber deswegen war es eine, ich finde, grundsätzlich eine, ich will nicht sagen harmlose, aber eine würdige Abschiedsrede mit halt ein paar Inkonsistenzen, wie es für Christian Kerns politische Karriere schon auch stilbildend war. Bevor wir noch zu diesen Inkonsistenten kommen, die ja auch seine Partei jetzt nach wie vor ein bisschen lebt, auffallend war, dass die SPÖler Standing Ovation gemacht haben. Das ist vielleicht nicht sehr erstaunlich, da würde mich interessieren, für wie glaubwürdig du das gehalten hast, aber auffallend war auch, dass die FPÖ eben offenbar diese Seitenhiebe, populistische Gefahr und die FPÖ, die eigentlich nicht so wirklich gute Arbeit leistet, liefert, demonstrativ nicht applaudiert hat. Ja, er hat, wobei es war während der Rede, gab es eine Szene, wo er sich bedankt hat, wo er gesagt hat, und das fand ich war eine starke Szene, wo er gesagt hat, ich habe großen Respekt vor dem, was sie alle machen. Ich habe das vorher unterschätzt. Und da haben auch einige nicht, wie der Herr Gutenis, aber viele FPÖ-Abgeordnete auch applaudiert. Dann kam gleich der Seitenhieb an die FPÖ und dann gab es halt keinen Schlussapplaus. Das war jetzt für mich nicht weiter überraschend, auch wenn es natürlich insgesamt als Gesamtbild besser gewesen wäre das anders gelaufen. Aber jetzt zur SPÖ-Frage, und das ist ja schon auch im Kern die Frage, ja, Entschuldigung, das Wortspiel, dass da natürlich jetzt Standing Ovations kamen, war von einigen glaubwürdig, von anderen vielleicht ein bisschen weniger, aber man wollte das wahrscheinlich auch demonstrativ so machen. Denn natürlich wären die nicht aufgestanden. Ja? Die Alternative wäre natürlich morgen dann die Schlagzeile gewesen, der Bruch ist auch offensichtlich nicht einmal bei seiner Abschiedsrede. Ja? Also insofern, glaube ich, war es das, was man machen musste, auch wenn ich es damit jetzt nicht kleinreden möchte. Vor allem die SPÖ oder Teile der SPÖ zittern ja ein bisschen vor der Rede, die Christian Kern erst halten wird, nämlich jene, die er am Parteitag vorhat zu halten. Jetzt haben wir da gesehen, du hast es richtig gesagt, er hat Respekt gezollt vor den Mandataren, er hat doch versucht, eben an den Anfängen anzuschließen. Einige in der SPÖ, und ich würde sagen, die findet man durchaus sehr weit oben angesiedelt, scheinen regelrecht Angst zu haben vor der Rede, die er in Wels halten wird. Ist das eine berechtigte Angst aus deiner Sicht? Ja, ich meine, natürlich ist es so, dass da was passieren kann, nicht? Und gerade wenn die Situation, wie es in der SPÖ aktuell ist, sehr volatil ist, wo ja, jeden Tag irgendwas Jenseitiges passiert, so muss man es einfach sagen, kann natürlich auch da was passieren. Und es wäre im Übrigen nicht der erste Ex-Parteichef oder bald Ex-Parteichef, der das so machen würde. Ich erinnere schon daran, dass auch ein Reinhold Mitterlehner durchaus deutliche kritische Worte für die eigene Partei gefunden hat, mitten im Wahlkampf beim Parteitag des Sebastian Kurz. Das ist damals völlig untergegangen, denn natürlich war die kommunikative Strahlkraft des Herrn Kurz eine andere und war die Aufbruchstimmung die eigentliche Nachricht für die Medien. Jetzt ist das natürlich eine ganz andere Situation in der SPÖ, wo man eben wirklich das Gefühl hat, da haben alle miteinander in der Sozialdemokratie das politische Geschäft verlernt. Ja? Und wenn dann noch sozusagen der scheidende Parteiobmann hergeht und ein bisschen austeilt, zumindest in eine Richtung in der Partei, dann wäre das natürlich noch einmal Gift.
Die Frage ist, wie wir das wirklich anlegen. Wenn er der Partei doch noch etwas Gutes tun will in seinem Abgang, dann macht er das nicht. Aber wir wissen nicht, wie dann die Stimmung ist, nicht am 24. November, aber es ist eine gefährliche Geschichte. Und vor allem die Debatte bis dorthin, nicht? Das ist jetzt noch ein Monat, ist natürlich etwas, was die SPÖ nicht braucht, denn sie müsste schon längstens in die thematische Offensive gehen und versuchen, die Schwachpunkte, die es durchaus gibt in der Regierung, stärker zu thematisieren und die Regierung endlich einmal in die Defensive zu bringen. Bislang ist das kaum gelungen. Ein Grund, weshalb offenbar einige Rote auch Angst haben vor der Rede von Christin Kern, sind nicht nur die Inhalte. Also ich persönlich glaube nicht, dass er dort abrechnen wird. So clever wird er das schon machen, dass es vielleicht nur leichte Seitenhiebe sind, die spezielle Leute dann verstehen, aber vielleicht nicht einmal die breite Masse. Aber er gilt ja als sehr starker Redner. Mhm. Hast du die Rede heute auch von der Rhetorik her wieder stark empfunden und glaubst du, dass das ein Problem werden kann für die neue Parteiführung, wenn da doch ein... Das ist natürlich schon ein Punkt, nicht? Wobei die ersten Reden als Kanzler waren natürlich schon anders. Man hat bei ihm schon eine gewisse Verunsicherung jetzt gemerkt. Ist auch menschlich, ja? Das sind ja keine Maschinen, ja? Und da hat man schon, ja, die... Du hast Verwundungen der letzten Monate gesehen, aber es ist eines ist schon klar und das ist jetzt weniger ein Problem Kern, aber du hast schon recht im Sinne von, man hat dann einen direkten Vergleich, wie auch immer, wobei, weiß nicht, wie man das genau macht dann von der Regie her, es ist bisher so, dass natürlich Randy Wagner als neue Chefin kaum auftritt und kaum offensiv wird. Jetzt mag das dem Umstand geschuldet sein, dass sie, glaube ich, eine Persönlichkeit ist, kennen sie persönlich nicht wirklich gut, aber die sich sehr penibel auf alles vorbereitet und da wirklich so die Sache komplett durchgearbeitet haben möchte. Das ist in der Politik halt nur oft dann etwas, ja, die Zeit hat man halt oft nicht. Da muss man dann auf den erste Eindruck, ja, ist sehr wichtig. So ist es. Also das ist schon eine ganz entscheidende Rede dann von ihrer Seite. Ja? Und da darf sie dann nicht abfallen, weder inhaltlich noch von der eigenen Leistung her und auch nicht im Vergleich zu Christian Kern. Das ist schon richtig, denn eines ist schon klar, diese ganzen Scharmützel, ist fast der Treppenwitz der Geschichte, nicht? Aber wir sehen das bei vielen anderen, die dann im Abgang auf einmal den Applaus bekommen, den sie vorher nicht gehabt haben. Natürlich ist es so, wenn das fortgesetzt gestritten wird, und das war eine jenseitige Geschichte, einerseits von Wien, ja, wo der Bürgermeister an sich eine Säule in der SPÖ, der neuen Parteichefin nicht einmal, sondern fünfmal was ausrichtet, und dann auch der an sich sehr stabile und besonnene Faktor Peter Kaiser auf einmal kippt und da öffentlich, ja, dass er sich intern ärgert, ist ja das eine, das ist ja auch legitim, aber da öffentlich heftig vom Leder zieht, das braucht es gar nicht. Und das untergräbt natürlich alles ihre Autorität. Genau, aber das führt mich dann gleich zur nächsten Frage, weil in der SPÖ hört man häufig, was der Christian Kern uns da hinterlassen hat, ist ein Wahnsinn und die Form seines Rücktritts ist ein Wahnsinn. Und ich glaube, das bestreitet ja auch kaum einer. Aber ist für das, was seither passiert ist, und das ist jetzt schon ein paar Wochen her, eigentlich wirklich noch Christian Kern? Nein. Und genau das ist der Punkt, da wollte ich gerade hin. Eben nicht, und deswegen sage ich das im Abgang nicht. Also den hat er natürlich versemmelt, den Abgang. Sprechen wir es aus. Ja, das war alles anderes professionell. Aber, und das ist vielleicht auch etwas, und da rede ich jetzt noch nicht einmal von der Europawahl und dem Ergebnis der SPÖ und des Spitzenkandidaten Andreas Schieder dann, natürlich könnte schon ein Effekt eintreten, den er sich vielleicht wünscht, privat, nämlich aus seiner Sicht. Aber es könnte ein Effekt eintreten, dass man sagt, naja, also es ist nicht nur nicht besser geworden, sondern es ist noch schlimmer geworden. Und das ist etwas, das wäre ein Horrorszenario aus Sicht der SPÖ. Also das darf nicht passieren, denn es ist eben genauso, wie es formuliert wurde, nämlich dass man für vieles Christian Kern verantwortlich machen kann, zweifellos, aber für dieses Chaos jetzt nach seinem Rückzug, nicht? Das war ja genau, auch da formuliert und kommuniziert. Aber für die letzten zwei Wochen kann er nichts mehr, nicht? Und das ist eben schon eine schwierige Situation, in der sich die SPÖ befindet, weil man irgendwie das Gefühl hat, da steht gar nichts mehr, nicht? Und das haben ihm wirklich auch Träger, Leistungsträger, das politische Geschäft verlernt. Offensichtlich, aber woran liegt es, dass das jetzt seit Wochen so geht? Und du hast jetzt angesprochen, okay, der Michael Ludwig als Wiener Bürgermeister
hatte sichtlich eine andere Wunschkandidatin für die Parteispitze, die es halt nicht wollte, hat das dann eigentlich ziemlich deutlich signalisiert. Die Burgenländer wollten ja auch etwas anderes, haben sich in der Öffentlichkeit zurückgehalten. Und dann wurde plötzlich gestritten über ein Statut, das in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verschoben wurde. Jetzt wird es in einer verwässerten Form doch beschlossen, Streit um die EU-Liste. Wie erklärst du dir das alles? Es ist, glaube ich, eine Mischung aus vielen Faktoren. Einerseits natürlich Stichwort Wien, aber auch Burgenland, aber auch Kärnten, starke Landesorganisationen der SPÖ, haben jetzt schon das zweite Mal das Gefühl gehabt, also Kärnten jetzt weniger, jetzt in Richtung Obfraubestellung, aber jedenfalls Wien und Burgenland, dass da quasi der Schwanz mit dem Hund wedelt, nicht? Also das war ja schon die kleinen Bundesländer, die eigentlich nirgendwo sind in der Wählergunst, die bestimmen über die eigentlich Einflussreichen, nicht? Das war bei der Kür von Christian Kern so und das war auch bei der Kür von Pamela Rendi-Wagner so. Dann kam natürlich die Verwundung dazu, dass die Kärntner, die durchaus auf der Seite Rendi-Wagner war. Der erste SPÖ-Chef, der offiziell rausgegangen ist und Rendi-Wagner vorgeschlagen hat. Der hat sich natürlich dann intern vor den Kopf gestoßen gefühlt, wenn man nicht gerade freundlich mit Kärnten umgegangen ist. Alles emotional nachvollziehbar, aber natürlich lässt man das nicht nach außen dringen. Parteistatut, gutes Beispiel. Wenn sich am Beginn, am Tag 1 ihrer Kür, Pamela Rendi-Wagner hinstellt und sagt, und im Übrigen, ich bin jetzt neue Parteichefin, aber eine Bedingung von mir ist, aller Sebastian Kurz, ja? Und hinstellt und sagt, und ich möchte aber schon ein paar Inhalte auch noch ins Parteiprogramm einbringen und auch die Statutenreform möchte ich mir noch einmal anschauen und in 3 Wochen reden wir wieder drüber, ist alles gut. Okay. So hatte man den Eindruck, sie muss jetzt irgendwie das zerrüttete Verhältnis mit der Wiener Landespartei kitten. Also es ist einfach, man ist kommunikativ von der Rolle, dass es in jeder Partei zu fast jeder Zeit Zwistigkeiten und Unstimmigkeiten gibt, das ist nichts Neues. Das ist in jeder Partei so. Auch in der Sozialdemokratie. Aber, und da gilt halt ein alter Satz von Michael Häupl, der diese Woche auch einen sehr interessanten Auftritt hatte bei Willkommen Österreich, der zu Recht gesagt hat, gestritten werden darf schon, aber heute halt im Wohnzimmer, so wie bei einer Familie. Und nicht am Balkon. Und die haben am Balkon also nicht nur gestritten, sondern gebrüllt in den letzten Wochen. Du hast vorher angesprochen, dass man eigentlich nicht viel mitkriegt von der Pamela Rendi-Wagner. Also man kriegt jetzt die Auftritte von Christian Kern mit, jeder wartet darauf, wie wird auch der nächste, sein allerletzter Auftritt werden. Du bist Politikberater, würdest du ihr raten, sich so zu verstecken oder sich so verstecken zu lassen? Nein, natürlich nicht. Ich habe das auch nicht verstanden und zwar seit Beginn nicht, denn natürlich ist es so, dass man jetzt gerade nicht nur, aber auch wegen dieser internen Querelen, einfach thematisch in die Offensive muss. Man muss jetzt das Match Rendi-Wagner gegen Kurz, gegen Strache spielen. Ja? In dieses Match kommt man aber nicht. Jetzt versuche ich das trotzdem zu erklären, warum ich glaube, dass sie diese Strategie unter Anführungszeichen wählen, weil sie, ich sage es jetzt ganz platt, Angst haben. Weil sie Angst haben, dass wenn man jetzt noch einen Fehler macht und irgendwie offensichtlich würde das halt klarerweise die Frau Rendi-Wagner nicht in jedem Bereich schon komplett sattelfest sein kann, dass das öffentliche Erscheinungsbild noch einmal verschlechtert oder dass sie mit irgendeinem Halbsatz halt wieder irgendeinen Parteigranden innerhalb der eigenen Partei vor den Kopf stößt. Nur, sie wenn hat aber nicht einmal zu ihren Kernthemen wie Nichtraucherschutz geredet. Ich verstehe es ja eh nicht. Ja. Ich versuche es mir nur zu erklären, ich versuche mir einen Reim drauf zu machen. Ich halte es nicht für gescheit, ich würde das anders machen, aber egal, jetzt bin nicht ich. Aber man muss kommunikativ in die Offensive, vor allem jetzt hätte sie ja die Bühne gehabt. Nicht? Also die Bühne, es gab noch selten es gab noch selten eine Situation, wo ein neuer Parteichef, eine neue Parteichefin, diese sich ihr bietende Bühne so wenig offensiv genutzt hat wie aktuell. Das ist nicht nur sie, glaube ich, sondern das ist wirklich das Umfeld einer Partei. Aber es darf nicht die Angst da in der SPÖ die Richtschnur sein. Es gibt etwas Zweites, das höre ich auch immer wieder aus der SPÖ, das meiner Meinung nach für sie gefährlich ist, wo man mir immer wieder sagt, man hat den Eindruck, der eigentliche Parteichef sei Thomas Trotzter. Ist das bewusst so ein Konstrukt? Ist das nicht gerade für die SPÖ wiederholt andauernd? Gebetsmühlen hatte ganz stolz erste Frau an der Parteispitze. Ist das nicht gerade bei einer Parteichefin gefährlich, solche Bilder zu inszenieren? Das ist gefährlich. Ich glaube auch nicht, dass ihr das Bild gefällt. Und dem Herrn Trotzter soll es auch nicht gefallen.
Es ist so entstanden, weil er natürlich, und das ist schon, ist auch was Gefährliches, nicht? Das ist auch in anderen Parteien schon immer wieder mal so gewesen, aber dass man natürlich auf den Zweiten in der Hierarchie schießt und die Nummer eins meint, nicht? Und diese grundsätzliche Lagerbildung, diese fast Feindseligkeiten, die finden da ihr Ventil. Und Entschuldigung, der Ausdruck Bobo für den Herrn Trotzter, den er auch ganz schwer wegkriegen wird, der kam nicht von ÖVP, FPÖ oder sonst irgendjemandem oder den bösen Medien, sondern er kam aus der eigenen Partei. Und da sieht man schon, wie zerrüttet diese Geschichte ist und wie schwer steuerbar das aktuell ist. Also auch in diesem Bereich gelte es, ich bleibe im Konjunktiv, natürlich von Seiten der Parteichefin noch auch gegenzusteuern. Gut, Thomas Hofer, dann bedanke ich mich dabei herzlich und wir werden die SPÖ und auch die nächste Rede von Christian Kern beim Parteitag der SPÖ in einem Monat genau beobachten und damit auf Wiedersehen aus dem Studio.